Auf russisches Öl ist jetzt ein Ölpreisdeckel beschlossen worden. Niemand soll für Öl aus Russland jetzt mehr als $60 pro Barrel bezahlen dürfen. Kann das funktionieren? Ist das Ganze durchdacht? Oder geht es nach hinten los und wird für den Westen am Ende ein Schuss ins Knie? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Würstelbude und es läuft super. Die Leute lieben Ihre Würstel. Aber Sie lieben die Leute nicht. Sie sind nämlich ein ziemlicher Kotzbrocken, sodass sich die anständigen Leute in der Stadt irgendwann mal alle zusammentun und sagen, von dem kaufen wir nichts mehr. Und manche sagen sogar, dem müsste man den Laden jetzt endlich mal zumachen. Das Problem ist aber, die Leute brauchen ja ihre Würstel weiterhin und wollen ihre Würstel. Und der einzige Stand, den es noch gibt, das ist der von dem Herrn Öpek. Der sagt, ich soll die ganze Stadt versorgen. Das könnt ihr gleich vergessen. So viel Würstel bekomme ich gar nicht her. Ob stimmt oder nicht, das weiß man nicht. Vielleicht steckt er ja auch mit ihnen unter einer Decke. Jedenfalls, das Ganze ist ein großes Dilemma und darum sagt irgendwann mal der Stadtrat, okay, Sie dürfen weiter Ihre Würstel verkaufen, aber jeder, der noch bei Ihnen kauft, der darf maximal 1 € pro Würstel bezahlen. Und damit ist die große Würstelnot gebannt, glaubt man zumindest. Und viele glauben sogar, dass dadurch insgesamt der Würstelpreis auch fällt in der Stadt. Aber funktioniert das auch? Ist das logisch? Und vor allem, wie verhalten Sie sich jetzt? Machen Sie das einfach so mit? Seit letzter Woche gibt es also den Ölpreisdeckel auf russisches Öl. Wladimir Putin ist auch ein Kotzbrocken, vielleicht noch schlimmer als Sie. Und man will eben auch nicht, dass Russland sich jetzt dumm und dämlich verdient mit seinem Öl. Und darum hat man monatelang diskutiert und jetzt ist es beschlossen worden und ist auch schon in Kraft. Die EU und die G7-Staaten, die kaufen kein russisches Öl mehr, mit Ausnahmen allerdings. Und es gilt auch nur für Tankeröl, es gibt nicht für russisches Öl aus Pipelines. Und die anderen Länder aber, die noch russisches Öl kaufen, die dürfen dafür jetzt maximal $60 pro Barrel zahlen. Und durchsetzen will man das über die Schiffsversicherungen, weil das Geschäft ist fest in westlicher Hand. Ein Tanker, der in Zukunft russisches Öl transportiert, das für mehr verkauft werden soll als $60 pro Barrel, der darf nicht mehr versichert werden. Zurzeit ist Brentöl bei ungefähr $75. Und wie hoch der Preisdeckel sein soll und so, darüber ist auch viel geredet worden. Polen und die baltischen Staaten, die haben gesagt, tun wir ihn doch gleich ganz runter auf $30. Und Griechenland und Malta zum Beispiel, die große Tankerflotten haben, die wollten natürlich einen viel höheren Preis. Deutschland insgesamt war sehr skeptisch, was das betrifft. Es ist schon ganz erstaunlich, wie viel wirtschaftlicher Sachverstand die Bundesregierung manchmal hat, wenn sie will. Also völlig überraschend, keine Ahnung, aus welcher Ecke das dann kommt. Aber wie auch immer, das Ganze ist dann beschlossen worden und man hat sich dann ja auch auf die Schulter geklopft und hat gesagt, Russland hat jetzt viel weniger Öleinnahmen und gleichzeitig hat man aber auch unisono gesagt, das wird den Ölmarkt beruhigen und die Preise werden insgesamt fallen. Eine tolle Sache. Der kleine Schönheitsfehler ist, Russland hat von Anfang an gesagt, Länder, die sich diesem Preisdeckel unterwerfen, die werden einfach nicht mehr beliefert. Punkt. Und das sagt uns schon ein bisschen, ganz so einfach ist es vielleicht doch nicht. An sich hat sich die Lage auf dem Ölmarkt ja schon beruhigt. Dass es Brentöl da ein Jahreschart im März, kurz nach Beginn vom Ukraine-Krieg, da waren wir bei $130 pro Barrel, jetzt sind wir bei deutlich unter $80 wieder. Es ist also steil nach unten gegangen. Letzte Woche auch der tiefste Stand in diesem Jahr. Und damit war es auch die letzten Wochen ein klarer Underperformer, relativ zum Aktienmarkt zum Beispiel, aber auch relativ zu verschiedenen anderen Rohstoffen. Und interessant ist aber zum Beispiel, was heute vor einer Woche passiert ist, letzten Montag.
Da ist der Ölpreis ja erstmal um 3% gestiegen, weil da ist eben dieser Ölpreisdeckel angekündigt worden und war dann auch sofort wirksam. Dann natürlich Hoffnungen auf Covid-Lockerungen in China, da komme ich auch gleich noch dazu. Und die OPEC hat auch noch mitgeteilt, dass sie ihre Produktion weiter drosseln, dass sie also keine Lust hat, den Ölmarkt da zu entlasten. Alles eigentlich Kurstreiber. Aber am Ende vom Tag war Öl trotzdem fast 3% im Minus wieder, weil wir in den USA gute Wirtschaftsdaten gehabt haben, die dann wieder die übliche Furcht geweckt haben, dass die Fed dann vielleicht doch stärker drosseln muss, als man dachte. Wobei ja gute Wirtschaftsdaten in den USA auch eigentlich ein Kurstreiber wären für Öl. Aber daran sehen Sie schon, wie mächtig das Thema Notenbanken zurzeit ist und wie das ja auch alles andere überlagert und zum Teil ja auch verzerrt. Gerade bei Öl, da gibt es ja auch ein paar Analysten, die darauf beharren, dass die Fundamentaldaten und die Kursentwicklung im Moment überhaupt nicht mehr zusammenpassen. Und was China betrifft, da haben wir ja jetzt eben plötzlich auch eine große Erholungsrallye am Aktienmarkt und die Hoffnung auf noch mehr Covid-Lockerungen. Und da darf ich nochmal daran erinnern, dass es zu dem Thema morgen von uns einen Zukunftsmärkte-Report gibt, wo es darum geht, was da jetzt konkret passiert eigentlich und was für Aktien davon jetzt am meisten profitieren und warum das auch so ist. Und die Reports von uns, die sind kostenlos. Dieser geht morgen raus. Also wenn Sie sich interessieren für die chinesische Erholungsrallye jetzt nach 2 Jahren Absturz, dann einfach noch dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Gut, Öl. Wir haben die Fed, wir haben Rezessionssorgen, aber der wichtigste Grund, warum Öl so schwach war, das war natürlich der, die Angst, die man gehabt hat nach den ersten Sanktionen gegen Russland, dass das russische Öl jetzt gar nicht mehr auf den Markt kommt, das ist eben nicht passiert. Das russische Öl ist weiter auf den Markt gekommen. Nur eben immer weniger zu uns und immer mehr in Länder wie Indien und China. Das sind zurzeit die größten Käufer von russischem Öl. Und dass sie das auch noch günstiger kriegen im Übrigen natürlich. Dafür kaufen sie weniger anderes Öl, das dafür teurer wir kaufen. Das ist das große Tankerkarussell im Moment. Mal ganz abgesehen davon, dass durch den Ölpreisdeckel, wenn er funktioniert, dass dadurch die Staaten, die den Russland-Boykott nicht mitmachen, dass die dafür ja eigentlich noch belohnt werden, weil sie das Öl ja jetzt billiger kriegen und wir nicht. Aber abgesehen davon haben wir jetzt natürlich dann noch mehr denn je dieses globale Hin- und Hergeschiebe von Öl. Das war auch schon bei Flüssiggas so. China hat mehr Gas aus Russland bestellt, hat dafür dann aber Flüssiggas, das sie woanders auch schon bestellt haben vorher, dann teurer weiterverkauft nach Europa. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie eins von diesen Würsteln, das Sie gekauft haben an der bösen Würstelbude, wenn Sie das dann weiterverkaufen an einen, der das nicht mehr kaufen darf, dort teurer natürlich und in der dunklen Unterführung auch. Aber genau dieses Karussell, dieses Hin und Her, das wollen die G7-Staaten und die EU ja auch unbedingt weiter haben. Und das ist der Witz und das Widersprüchliche an dem Ganzen. Sie hätten ja auch sagen können, es kriegt überhaupt kein Tanker mehr, der aus Russland kommt, Versicherungsschutz. Aus, Ende Russland, das war's. Aber das geht ja nicht, um Gottes Willen. Das russische Öl muss schon noch unbedingt auf den Markt kommen. Nur es sollen andere kaufen und Russland soll dafür so gut wie nichts mehr kriegen. Was natürlich auch eine Provokation ist gegenüber den neutralen Ländern, weil denen will man diesen Preisdeckel ja aufzwingen, aufnötigen. Und es ist auch eine Provokation gegenüber der OPEC, weil man dadurch ja jetzt ein Nachfragekartell sozusagen aufbaut und dem kompletten Weltmarkt künstliche Preise aufzwingen will. Und darum ist zurzeit das Verhältnis der OPEC zu uns auch ein bisschen angespannt. Wie geht das Ganze aus? Das Basisszenario aus meiner Sicht ist eigentlich, es passiert möglicherweise so gut wie gar nichts. China und Indien haben ja schon gesagt, sie werden sich nicht dran halten an diesen Preisdeckel. Und das einzige Land, das ihn bis jetzt auch akzeptiert hat, das ist Australien. Und das war aber kein wichtiger Kunde von russischem Öl.
Was ganz schwer zu sagen ist, ist, wie geht das jetzt mit diesen Tankerversicherungen aus? Man sagt ja an sich, 90% von diesen Tankern auf der Welt, die wären im Prinzip davon betroffen. Aber wie schon gesagt, Indien und China, denen macht es anscheinend keine großen Sorgen. Und man versucht wohl auch in Russland jetzt, dass man selber solche Versicherer aufbaut. Und dann kann man ja wahrscheinlich außerdem noch so rumtricksen, so dass das Öl formal immer noch für $60 verkauft wird und dass irgendwas anderes dann obendrauf gerechnet wird noch. Und es wird wahrscheinlich auch Länder geben, die russisches Öl weiß waschen, indem sie es importieren und dann weiter exportieren. Dann gibt es noch die sogenannte russische Schattenflotte, also Russland oder irgendwelche Reedereien, die kooperieren mit Russland, die haben anscheinend die letzten Monate über 100 Tanker zusammengekauft, mit denen sie jetzt natürlich auch einiges verschippern können. Zum Teil sind die allerdings uralt und jedes Land, das angelaufen wird von dem, das muss sich natürlich schon auch fragen, wenn die havarieren und wenn sie dann vielleicht noch nicht mal ordentlich versichert sind, wer zahlt den Schaden dann? Und die Türkei zum Beispiel, die macht da ja gerade ernst mit diesen Versicherungspapieren. Die kontrollieren sie jetzt streng bei den Tankern, die durch den Bosporus wollen. Und die Schiffe stauen sich jetzt schon im Schwarzen Meer. Aber wie reagiert der Westen drauf? Der wirft der Türkei vor, dass sie jetzt die Ölversorgung blockieren. Wo bleibt unser Öl? Verdammt. Aber trotzdem, trotz allem, also wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass sich das schon einpendelt mit der Zeit und dass dann am Ende auch so gut wie gar nichts passiert, dass es völlig wirkungslos bleibt und machen wir uns nichts vor, genau so ist es ja auch gewollt. Und das Entscheidende an dem Ganzen ist, der Ölpreis ist ja gefallen. Russland verkauft sein Öl zusätzlich noch mit einem deutlichen Preisabschlag, so dass der Preis für russisches Öl ja jetzt sowieso auch mehr oder weniger schon da ist, wo der Preisdeckel ist. Und solange das so bleibt, da werden sie alle weitermachen, wahrscheinlich wie bisher, und das Geschäft läuft weiter und es ist für alle angenehm und bequem und ja, bis auf die Ukraine natürlich. Das heißt aber nicht, dass das Ganze jetzt nicht doch auch kippen könnte. Wenn jetzt zum Beispiel der Ölpreis wieder steigt, aus irgendwelchen Gründen, dann könnte Russland sagen, also jetzt verkaufen wir aber wirklich nicht mehr für $60 pro Barrel. Und dann hat das Ganze plötzlich eine ganz andere Schärfe. Dann kann es Ärger geben, dann kann es auch Lieferstopps geben. Und Wladimir Putin hat ja auch schon gesagt, eine Produktionskürzung in Russland ist auch nicht abwegig. Man hat nur nicht drüber entschieden bis jetzt. Und dann würde natürlich plötzlich wirklich Öl auch fehlen auf dem Weltmarkt. Jetzt kann man natürlich sagen, oder es wird oft gesagt, die werden jetzt ihre Produktion nicht kürzen. Das ist ja gegen die wirtschaftlichen Interessen von Russland. Aber erstens, das würde den Ölpreis wahrscheinlich hochtreiben und vielleicht wollen sie ja auch genau das. Und zweitens, der Gaslieferstopp von Gazprom zum Beispiel, das war ja auch gegen die russischen Wirtschaftsinteressen, aber trotzdem ist es passiert, weil natürlich in der Konfrontation, in der Russland gerade ist, da sind Wirtschaftsinteressen auch nicht alles. Mit anderen Worten, schwierige Lage. Der Ölpreisdeckel ist ein massiver Eingriff in den Weltmarkt. Er ist auch nicht wirklich logisch und was die Folgen betrifft, meiner Meinung nach auch nicht wirklich durchdacht. Es ist jetzt nicht zwangsläufig so, dass es aus dem Ruder laufen muss, aber es ist natürlich schon denkbar, dass es wieder Überraschungen gibt, demnächst beim Ölpreis. Insofern ist es natürlich gerade auch für Anleger interessant, wenn man das jetzt im Auge hat, verstärkt. Und eins wissen wir aber schon mal, das Ölangebot, das wird dadurch kurzfristig und mittelfristig ganz sicher nicht größer werden. Aber auf der anderen Seite, wenn man eins natürlich auch mitnehmen kann als Anleger aus diesem Jahr, dann, dass wir natürlich dramatische Entwicklungen gehabt haben dieses Jahr, gar keine Frage, dass man dann aber eben auch gesehen hat, bei allem Alarmismus, wie schnell sich das doch auch wieder relativieren kann, alles am Markt. Der Ölpreis ist jetzt stark gefallen, der Gaspreis ist noch stärker gefallen. Wer hätte es gedacht vor ein paar Monaten? Und jetzt sind nicht mehr Öl und Gas knapp, sondern eben, wie schon mal gesagt, hier Champagner, wie uns T-Online hier
glaubhaft versichert. Und es gibt andere Grundnahrungsmittel, die sich jetzt auch angeblich stark verknappen wieder. Gänseleberpastete zum Beispiel, schreibt der Münchner Merkur unter Berufung auf Everstream Analytics. Und noch nicht mal der Gänsebraten ist sicher dieses Weihnachten wegen der Vogelgrippe. Kommt davon, wenn man die Maskenpflicht abschafft beim Geflügel. Und vielleicht müssen wir ja auch, wie gesagt, das Bild von den immer weiter fallenden China-Aktien auch relativieren. Demnächst dazu, wie gesagt, kommt morgen unser gratis Zukunftsmärkte-Report zur chinesischen Erholungsrallye und zu den Hintergründen dazu auf www.zukunfts-märkte.de. Einfach dafür eintragen, wenn Sie es noch nicht gemacht haben. Der Link dafür ist auch hier nochmal unter dem Beitrag. Und ansonsten nutzen Sie die Zeit, gehen Sie noch auf einen Weihnachtsmarkt und holen Sie sich da noch schnell Ihre letzte Bratwurst. Man kann nie wissen, sicher ist sicher. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.